Ja, einen schönen Abend euch allen, Ihnen allen herzlich willkommen zu dieser Diskussion jetzt am Abend noch mit dem Titel 12. Februar 1934, Geschichte und Auftrag. Sie ist ein Teil einer ganzen Reihe von Veranstaltungen rund um den 12. Februar 1934, die stattfinden und stattgefunden haben. Eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die sich dem Thema aus ganz unterschiedlichen Positionen und da sehr lebendig quasi erinnerungspolitisch annähert. Regionalgeschichtlich, literarisch, durch den Blick von Zeitgenossinnen und heute eben auch vor allem durch den Blick in die Gegenwart und auch durch Bezüge und Bezüglichkeiten zu den Ereignissen damals. Inhaltlich gleich mehr. Ich darf nur ganz kurz jenen Organisationen auch danken, die diese Reihe durch Kooperation ermöglicht haben. Das ist eben das Zeitgeschichte-Museum Ebensee, der Kulturverein Kino Ebensee, der Verein Arbeiterheim, die Oberösterreichische Gesellschaft für Kulturpolitik, SPÖ Oberösterreich, Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen, Sozialdemokratischer Bildungsverein und die ProG. Eigentlich sollte hier an meiner Stelle natürlich die Historikerin und Ebenseherin Katrin Quatemba sitzen, die ist aber leider erkrankt und so bin ich kurzfristig und sehr gerne eingesprungen. Ich hoffe, dass ich sie würdig vertreten kann. Mein Name ist Wiltrud Hackl und ich leite die Gesellschaft für Kulturpolitik in Oberösterreich. Wen es interessiert, ich habe auch Magazine mitgebracht, da ist auch ein Text von Katrin Quatemba drinnen, die ja auch seit kurzem Vorstandsmitglied der GfK ist. So, jetzt aber zu euch beiden. Ich habe mit Natascha ausgemacht, dass wir per Du sind. Darf ich mit dir auch per Du sein oder ist es lieber... Okay. Ah, okay. Gerne. Passt. Ja, Wolfgang hat euch ja schon vorgestellt. Ich darf jetzt also gleich einsteigen quasi in das Thema Februar 1934 und es wird heute hier auch um den Begriff der rohen Bürgerlichkeit gehen, der ja vermehrt in letzter Zeit auch dank dir, Natascha, in Medien ist und in Gebrauch ist. Und ich würde aber vorschlagen, dass wir uns so quasi rückwärts, also von 34 raufarbeiten, denn unter Umständen ist dieser Begriff der rohen Bürgerlichkeit gar nicht wirklich so was Neues, sondern begleitet Österreich schon seit Jahrzehnten und ist vielleicht auch eine Sache, mit der wir uns näher beschäftigen sollten, um auch Gegenstrategien zu entwickeln. Zuerst einmal eben dieses Erinnern, Februar 1934, das ist so etwas, das eigentlich im sozialdemokratischen Gedächtnis sehr eingeschrieben ist, gesamtösterreichisch, aber offensichtlich, warum auch immer, etwas ist, was schwer vernachlässigt wird. Ist das auch euer Eindruck? Und wenn ja, warum? Willi, vielleicht magst du anfangen. Naja, schwer vernachlässigt, das ist halt so die Geschichte, dass man gerade beim Februar 34 immer die Frage gestellt hat, wessen Schuld und geteilte Schuld und dieses ganze Thema, wobei es halt bei der Frage des Nationalsozialismus viel klarer ist und viel einfacher für alle. Wir erleben halt, dass beim 12. Februar 1934, der wirklich vernachlässigt wurde, halt auch jetzt eine aktuelle Umdeutung. Heute oder morgen wird das Buch von Herrn Bauer präsentiert. Das ist ein regierungsunterstützter Historiker, der ein paar Thesen aufstellt. Und ich finde das dann schon beachtlich, wenn man hergeht und zum Beispiel sagt, die Sozialdemokratie beklagt ihre vielen Opfer, die sie gehabt haben. Die Sozialdemokratie beklagt die Zivilisten. Aber sie sind ja selber schuld. Weil hätten sie sich nicht im Karl-Marx-Hof in Wien verstanzt, wo die Arbeiter wohnen, dann hätte es gar nicht so viele zivile Opfer gegeben. Also, und das finde ich dann wirklich spannend. Wenn heute ein Buch präsentiert wird, wo man den Sozialdemokraten dann sagt, selber schuld für eure zivilen Opfer, hätte es woanders gekämpft. Oder ein zweiter Satz aus dem Buch, ja, das Bundesheer hätte noch härter vorgehen können. Bestimmt, aber rechtfertigt das Vorgehen jetzt? Also das sind sogar so Punkte, wo man denkt, was ist da los? Kann man nicht einfach hergehen und sagen, das war das Vorgeplänkte und die Vorstufe für das, was dann gekommen ist? Mhm. Aber das verweigert man ja stärker bei der ÖVP. Und ich merke natürlich, dass man den Februar 34 nicht so gern diskutiert, weil es halt da unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie wohl beim Nationalsozialismus, sind wir ja alle derselben Meinung. Oder mit den Worten eines führenden FPÖ-Funktionärs zu sprechen, Krieg
ist etwas wirklich Schieres. Natascha, als Politikwissenschaftlerin, eben noch einmal auch diese Frage, ist das so ein Eindruck, den man hat? Also ich bin in Schwanenstadt aufgewachsen und muss, klar, da gibt es auch diese räumliche Nähe dann zu Holzleiten und so weiter, aber wenn es das nicht gegeben hätte und wenn es meine Großmutter nicht gegeben hätte in der Schule, also ich bin 69 geboren, in der Schule ist das einfach nicht einmal gestreift worden. Ist das was tatsächlich einfach bewusst wahrscheinlich oder aus gutem Grund wahrscheinlich für manche verloren gegangen ist? Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin 85 geboren und wir hatten es auch nicht im Schulunterricht und ich habe es auch durch meine Großmutter, also die tradierten Erzählungen, die in der Familie weitergegeben werden, sind ja ganz, ganz wichtig. Und meine Oma redet noch immer von den Hahnenschwanzlern und ist nicht gut zu sprechen auf das Ganze. Und das Spannende ist ja, es ist der 12. Februar 1934, aber es ist auch die politische Einordnung von dem, was danach kam, ist nicht passiert. Weil man sich eben nach 1945 waren alle Opfer, also es gab natürlich niemanden, es gab keine Nazis und es gab gleich keine Austrofaschisten. Und alle haben sich in dieses Opfernarrativ ganz gut einfügen können. Und dann war so dieser Geist der Lagerstraße, der beschworen worden ist, weil natürlich niemand hatte eine Schuld an all dem, was da passiert ist. Und es hat viele, viele Jahrzehnte gedauert, bis man überhaupt den Nationalsozialismus diskutieren konnte und bis man dann vielleicht drauf gekommen ist, dass es in Österreich nicht nur Opfer gegeben hat, sondern dass es vielleicht sehr viele Täter gegeben hat. Und dann ist man nie bis 1934 offensichtlich gekommen, bis heute sehr, sehr schwierig, also bis heute dieses Bürgerkriegsnarrativ, als würden da zwei halbwegs gleichwertig bewaffnete Parteien Militärs gegeneinander kämpfen. Sehr spannend, weil das auch in einem Interview mit Herrn Nationalratspräsidenten in der Kleinen Zeitung, glaube ich, ist das heute, wo er das wieder aufstellt, dieses, naja, wenn es ein Bürgerkrieg ist, aber die Sozialdemokratie, und ich paraphrasiere hier, stellt sich aber so an und tut so, als wären sie die Opfer von 1934, das passt nicht zusammen, sinngemäß sagt er das. Und hier sieht man wieder, wie diese Umdeutung vonstatten geht und wie die ÖVP selbst auch nach innen einfach keinerlei Aufarbeitung hat mit dem, was ist. Man hat jetzt das Dollfuss-Bild entledigt, weil es ein bisschen lästig war, aber eine Aufarbeitung als Partei, welche Schuld man trägt an einer autoritären Wendung, ist halt nie passiert. Und dementsprechend haben wir zwei Parteien, die in der Nachfolge einer autoritären, proto- bis faschistischen Tradition stehen. Und das ist die FPÖ und das ist die ÖVP. Also wobei das Dollfuss-Bild ja auch eher ein mehr oder weniger eleganter Umweg war. Also es ist renoviert worden und es ist, also Kurz war dann der Erste, der quasi gewagt hat, dieses Bild nach der Renovierung einfach nicht mehr aufzuhängen. Also es war jetzt keine eindeutige Distanzierung und es war schon gar keine Aufarbeitung. Aber ich muss ein bisschen selbstkritisch auch sein. Dieses Narrativ, du hast das gerade erwähnt, eben, wie das quasi von anderer Seite gedeutet wird, Sozialdemokratie beklagt zivile Opfer etc. Ist nicht auch die Sozialdemokratie ein bisschen auch schuld daran, dass dieses Narrativ des 12. Februar 1934 nicht ganz anders auch erzählt wird? Also dass hier Menschen gekämpft haben für die Demokratie, für den Parlamentarismus, dafür auch sich töten haben lassen, ja, und das ist das, was damals gestorben ist und was damals verloren gegangen ist. Also ich wundere mich manchmal ein bisschen, warum das nicht viel, viel stärker auch in diesem Bewusstsein auch der Sozialdemokratie ist. Also es ist hier in Ebensee ganz toll und lebendig aufgearbeitet worden. Wir machen es in Linz im ehemaligen Hotel Schiff jetzt auch seit einigen Jahren, dass es eben Matineen dazu gibt, wo auch lebendig diskutiert wird. Aber lange Zeit war das halt eine Kranzniederlegerei, ja, was wichtig ist. Aber es war nicht so lebendig und es war nicht so identitätsstiftend, wie es vielleicht hätte sein können, oder? Ja. Aber natürlich, ich meine, der Wolfgang Badenb ist ein feiner Mensch. Der tut es so mit seinem, der spricht es an, aber geht dann gleich weiter. Und er hat es ja gesagt, der Bernaschek hat gekämpft.
Und viel in der Wiener Führung haben sie gedacht, was sie sich auch heute denken, die Oberösterreicher. Und natürlich ist es so, dass ja der Februar 34 ja die Uneinigkeit der Sozialdemokratie zwischen Kämpfen und Verhandlungen. Das ewige Spiel der Sozialdemokratie. Also es ist nicht der Tag, wo wir sagen, Vater haben wir gekämpft. Es ist der Tag, wo wir sagen, der Kolmann war ich, der Bernaschek. Und dann war es. Das heißt, es ist ja nicht der Kampftag der Sozialdemokratie. Und ich bin ja dagegen, das jetzt so zu verklären, sondern es waren Diskussionen und Brüche in der Sozialdemokratie. Und es war jetzt nicht so, dass die Sozialdemokratie abgestanden ist. Und genau das haben wir in der Geschichte ja mehrmals gehabt. Im Faschismus ist ganz was anderes, aber im 34. Jahr, es ist jetzt nicht so, sondern die Sozialdemokratie. Es waren Teile. Mhm. Und viele Teile, wie der Bernaschek, sind von der Sozialdemokratie als verrückte linke oberste Spinner dargestellt worden. Auch in der Erzählung danach. Die christlich-sozialen tun sich da bedeutend leichter, offensichtlich. Auch heute noch, ich habe heute zur Sicherheit noch einmal nachgeschaut, also auf der offiziellen Homepage des Landes Oberösterreich ist, wenn man schaut in der Chronik des Landtages, beim Jahr 1934 Folgendes zu lesen. Also heute Nachmittag im Jahr 2019. 1934 verschärften sich die Konflikte zwischen den damaligen politischen Lagern. Die Landesverfassung wurde der ständischen Bundesverfassung angeglichen. Und dann gibt es noch einen Satz, wo schon steht, vom autoritären Regime des Ständestaates wurde die Zahl der Landtagsmitglieder verringert, etc. Aber man merkt schon, und es wird schon deutlich, wie sehr man sich hier vor dem Begriff Austrofaschismus scheut, wie sehr man sich hier vor eindeutigen Wörtern scheut und auch vor einer eindeutigen Auseinandersetzung. Und man tut so, als wären hier zwei gleich berechtigte politische Lager sich gegenübergestanden. Wolfgang hat es ja gesagt, dass auch was die Bewaffnung betrifft zum Beispiel, das ist dann im Nachhinein einfach wirklich übertrieben gewesen etc. Wie kann das sein, dass das eigentlich nicht unwidersprochen immer noch dort so steht und so erzählt wird? Das ist die Frage. Die Sache ist aber auch, und es hängt, glaube ich, ganz stark damit zusammen, wie das, was auch schon erzählt wurde, wie die Sozialdemokratie selbst damit umgegangen ist und damit selbst umgeht. Ich glaube, es gibt so eine, in Teilen, so eine gewisse Harmoniesucht, wo man entgegenkommt bei Themen oder auch bei Gedenken, obwohl es völlig unnotwendig ist. Ich erinnere mich auch an sozialdemokratische Kanzler, die im Bundeskanzleramt Dollfuss gedacht haben und diese Erzählung des Helden, der für die Demokratie von den Nationalsozialisten umgebracht worden ist, mitgetragen haben. Natürlich nicht in denselben Worten, wie sie ÖVP-Bundeskanzler mitgetragen haben, aber ich frage mich schon, warum das notwendig ist und warum man ihn einreiht in eine Reihe von demokratisch gesinnten Staatsoberhäuptern, wo man das Gefühl hat, man muss staatstragend sein und staatstragend heißt große Koalition, heißt entgegenkommen, heißt die Hand ausstrecken. Nur gerade beim Gedenken 34 sieht man ja, dass diese ausgestreckte Hand ja nie einer Hand entgegengekommen ist, die auch Zugeständnisse gemacht hätte von anderer Seite. Und das ist, glaube ich, das, was man sehr gut lernen kann und was man vielleicht auch endlich einmal lernen kann, dass es nichts bringt, die eigene Geschichte so zu verwässern, um einer anderen Partei zu gefallen. Wie könnte das erinnerungspolitisch aussehen für die Sozialdemokratie, so ein anderes Erinnern? Nein, das andere Erinnern, das ist immer die Frage, was ziehe ich für Lernen von heute mit? Erstens bin ich kein Historiker und zweitens geht es mir darum, was hat das damals für einen Bezug im Heute? Was kann ich daraus für Lernen ziehen? Welche Fehler haben wir gemacht? Was haben wir gut gemacht? Was heißt das für mich heute? Wenn ich mit einem Jugendlichen durch die Gedenkstätte mal draußen gehe und ihnen nach 30 Minuten die Frage stelle, was hat das mit dir zu tun, werde ich nach 35 Minuten geistig verloren haben, weil das irgendwann war. Also wisst ihr, was ich meine, 1938 ist ungefähr so weit weg wie die Keilerei von Isos, oder das ist weit weg für einen Jugendlichen. Und die Frage ist, was hat das heute mit uns da in Österreich zu tun? Und wenn ich die Frage stelle, die würde ich dann spannend finden im Februar 34 Jahre. Und der Wolfgang hat es ja schon
angerissen mit der Arbeit gekommen, mit der Ausschaltung der Betriebsräte und so weiter. Genau, also das sind, eben, ich habe schon erwähnt, wir haben am Sonntag eine Matinee gehabt zu 34 und haben unter anderem auch Texte gelesen aus der Zeit zwischen 34 und 38, wo es gegangen ist, also um die revolutionären Sozialisten und den Widerstand einfach auch um herauszufinden, hat es Menschen gegeben, die auch Widerstand geleistet haben in der Zeit. Und da ist einem oder einer bei manchen Texten wirklich die Gänsehaut aufgestiegen. Nur ein Beispiel, ein Flugblatt, das die Kette Leichter, ist ein illegales Flugblatt, das die Kette Leichter 1935 geschrieben hat, also einen Text geschrieben hat, wo sie warnt davor, was den Proletarierfrauen drohen wird, wenn die Christlich-Sozialen mit einem Sondergesetz durchkommen, das den Paragraphen 144, also die Bestimmungen, die eh schon damals sehr, sehr strengen Bestimmungen, was Abtreibung betrifft, noch verschärfen. Und also da denkt man dann schon wirklich, als Frau wird einem da ganz Angst und Bang, wenn man die Diskussionen miterlebt, die jetzt auch teilweise von konservativer Seite kommen. Und sie macht es dann auch wunderbar, so ein bisschen polemisch. Das Einzige, was die Christlich-Sozialen für die Mütter tun, schreibt sie, ist, dass halt 200 Mütter am Muttertag eingeladen werden, beim Herrn Bürgermeister und der Frau Rath dann küsst die Hand sagen dürfen und dann kriegen sie ein kleines Geschenk. Also das sind schon auch Dinge, wo man merkt, dieses... Was ja heute auch passiert, dass man eben Menschen, die arbeiten, quasi so in einem faulen Eck stehen lässt und als Bürgerliche leistet man sich aber noch gute Manieren und dann kann man das auch mit einem Gewissen vereinbaren, dass eben nebenan Menschen wirklich in Armut leben und das ist etwas, was schon fürchterlich an heute erinnert einfach. Aber sind diese Vergleiche, oder sind, ich meine, es gibt ja da noch andere, also Sebastian Kurz ist ja auch mit Dollfuss verglichen worden von einem SPÖ-Nationalratsabgeordneten oder der Faschist am Cover vom Falter zum Beispiel, sind das adäquate Instrumente, um auch vor Autoritarismus wirklich zu warnen, oder muss man da ein bisschen aufpassen, bevor man sich in Polemiken verliert? Kommt auf das Medium an. Also natürlich in akademischen Debatten ist es immer ganz wichtig, alles zu sezieren und alles ganz, ganz aufzudröseln. Das Faltercover fand ich großartig, weil es wehgetan hat und man hat gemerkt, wie weh es ihnen tut und weil es ein feiner Wortwitz war vom Herrn Thurn her, der mit den Begriffen Fasch und Faschist spielt und natürlich Faschist so klingt wie die englische Aussprache. Von Faschist. Und er hat es ursprünglich für Jörg Haider verwendet und hat es für Kurz wieder aufs Cover getan. Und das ist absolut ein passender Vergleich. Es zielt nämlich genau auf das ab, was du auch eingeleitet hast, nämlich auf die rohe Bürgerlichkeit von Wilhelm Heidmeier, ein deutscher Soziologe, der das in den 90er Jahren geprägt hat als Konzept, und das wir eigentlich jetzt so richtig zur Anwendung sehen. Und er beschreibt das ganz präzise als Mischung von glatter Stilfassade, rabiater Rhetorik und autoritären Einstellungen. Das heißt, wir sehen nicht die Schläger-Nazis auf der Straße, die den Mann quasi ihren ganzen Hass ansieht, sondern wir sehen in einer bürgerlichen Manierlichkeit daherkommende, dieselben menschenfeindlichen Einstellungen. Aber es ist wie Teflon quasi das Äußere und mit sanfteren, netteren, schöneren Worten dasselbe, was dahinter steht. Und das macht es viel attraktiver für ein bürgerliches Publikum, das anzunehmen, weil es nie darum geht, dass man nicht auch so denken würde, aber man möchte es bitte in der eigenen Sprache und fürs eigene gute Gewissen portioniert bekommen. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen, auch in der Geschichte. Natürlich sind wir jetzt an einem Punkt in der Geschichte, und das beschreibt Heidmeier auch sehr gut, wo das mit einem autoritären Neoliberalismus zusammenkommt und wo wir diese Abwertung von armen Menschen ganz offen und ganz eben in dieser bürgerlichen Manierlichkeit daherkommend sehen. Aber, und das ist, glaube ich, das, was man sieht, dieser bürgerliche Autoritarismus oder auch ein bürgerlicher Faschismus ist nichts Neues, sondern es gab immer schon
verschiedene Versionen von Faschismus, die auch parallel zueinander existiert haben, auch in Konkurrenz zueinander existiert haben in der Geschichte. Und das ist immer dasselbe Lager gewesen, das verschiedene Vorstellungen hatten, wie sie ans Ziel kommen. Aber im Endeffekt waren sie sich trotzdem einig in ihrer Ablehnung von Demokratie, Sozialismus, Kommunismus, Parlamentarismus und so weiter. Ist das was, also du bist ja ein Politiker, der immer wieder sehr emotional und leidenschaftlich auftritt, wo man das Gefühl hat, man kann da auch andocken. Und ich stelle mir das dann immer sehr schwierig vor, wenn man so im Gegenüber es mit Menschen zu tun hat, die wirklich so Teflon sind, die so aalglatt sind, die dir ins Gesicht grinsen. Und also ich bewundere das sehr oft bei Menschen, die eher so sind wie ich offensichtlich, weil ich wüsste nicht, was ich tat, ganz ehrlich gesagt manchmal. Du bist voll am Punkt. Ich habe das eine Diskussion gehabt im Zentrum mit dem Mölzer. Ja. Mölzer. Ja. Und da haben wir gesagt, ich bewundere, dass du rückbleiben kannst. Es ist kein Problem, bei so einem Rechtsextremisten ruhig zu bleiben. Was unheimlich schwer ist, wenn die Staatssekretärin Ed Stadler sagt, da müssen wir über die Brücke gehen, da müssen wir uns die Hände reichen im Mauthausen. Da ist schwer ruhig zu bleiben, ja. Nicht bei so einem ausgewiesenen Rechtsextremen. Das halte ich schon aus. Aber wenn, dann müssen wir, also Sie müssen doch, also Sie können doch schon wen einladen von der FPÖ zum Gedenken in Mauthausen. Also bewegen Sie sich doch, Herr Merne. Das ist schwer, dass du ruhig bleibst. Heute 9 Uhr in der Früh, ÖBB Simmering, ein wunderbares Denkmal an die ermordeten Eisenbahner. Und hat der Betriebsrat gemeinsam mit den Lehrlingen neu gemacht. Perfekt, haben wir heute 12. Februar. 200 Leute dort, 9 in der Früh. Gestern ruft mir der Betriebsrat und sagt, du hast der Bezirksvorsteher, hat sie auch gesagt, ist ein FPÖler. Hat sie gesagt, weißt du, der Bezirksvorsteher, nicht mehr reden. Dann hat er heute in der Früh, kommen wir hier, fangen sie mal da an, sagen du, der ÖBB-Aufsichtsratschef ist auch da, Arnold Schiefer, Burschenschafter, Teutonier. Sag ich, ah super, der wird sich auch freuen. Hab die Rede verschärft. Das war eine reine Anti-FPÖ-Rede mit lauter Zitaten, wo man nichts sagen kann. Der freiheitliche Bezirksvorsteher hat gekocht, das war urcool zu aussehen. Der war wütend, best verschränkt, die Arme. Der hat sich doch gefragt, das wurde gefasst. Das ist die eine Seite. Aber die zweite Seite ist der Aufsichtsratschef Arnold Schiefer und da bin ich bei dir. Man redet es aus, der springt auf mich zu, greift einer. Zahlt die Visitenkarten aus der Seite, Herr Merle, wann immer Sie was brauchen, ruft mich bitte an. Was muss ich machen? Das ist schwer auszuhalten. Das ist schwer auszuhalten. Nicht der freiheitliche Bezirksrat, der kocht. Das halte ich aus. Aber das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Wir müssten über Brücken gehen. Oder, also was brauchen ich bin ja mal. Das ist schwer auszuhalten, weil da es eigentlich auch Leute gibt, die nachher zu mir sagen, schau. Der ist ja gar nicht so, wie du immer tust. Ich sage eh nicht, dass die Kinder fressen. Das sage ich ja eh nicht. Aber die Ideologie ist dieselbe. Und das ist, und der, die Burschenschaft, die da jetzt gepostet haben, sie haben sich mit ihren Freunden aus der BRD und aus der Ostmark getroffen und nachher sagen, na Ostmark, das haben wir nicht so gemeint. Das sind keine 21-jährigen Hilfsarbeiter aus Klagenfurt, der nicht weiß, was die Ostmark ist. Das sind Akademiker, der weiß genau, was die Ostmark ist und postet es trotzdem. Das ist ärger als der 21-jährige Hilfsarbeiter aus Klagenfurt. Dem ist glauben gerade nicht, aber es wurscht. Aber die haben gewusst, was Ostmark ist. Das sind die Gefährlichen. Die Typen, die gegen uns geschrieben haben, in unzensuriert, das ist okay, sollen sie schreiben in einer Scheißdreckszeitung, ja? Das ist mir egal. Aber der Chefredakteur ist heute der Sprecher des Innenministers und das kann nicht sein. Der dirigiert 51 Personen. 51 Personen dirigiert der nur vor ein paar Jahren im rechtsextremen Blau geschrieben hat. Die sind angekommen an der Macht. Und wie es das du sagst, nicht als stiefe Nazis, schön angezogen. Und immer mehr Leute aus unserer Klientel, und ich meine jetzt nicht Eichelmann, die sagen, hörst du schon, die sind doch gar nicht so arg, wie ihr dauernd tust. Wenn die politische Rechte in der politischen Mitte angekommen ist, dann muss sie auch reden wie die politische Mitte. Aber denken und handeln, dann ist immer so noch wie Rechtsextreme. Punkt.
durch diese Art quasi, sich auch zu kleiden oder anzupassen, das ist wahrscheinlich eine Form von Mimikry, die da irgendwie abgeht, passiert ja auch eine bestimmte Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Und du beschreibst es in diesem wichtigen Artikel eben für den Falter unter anderem so, das Außergewöhnliche an roher Bürgerlichkeit ist, dass sie gesellschaftlich organisiert und akzeptiert ist. Sie materialisiert sich in ganzen Vereinen, Interessensvertretungen und Parteien. Zudem kommt die Rohheit verdeckt daher, immer von guten bürgerlichen Manieren angeleitet. Ist das etwas, was sich eben jetzt für dich als Politikwissenschaftlerin auch in einen Kontext stellen lässt, eben zu den 30er Jahren, zu den 1930er Jahren und vice versa, wenn wir denken an Politiker, die jetzt an der Macht sind, die ja auch beschrieben werden. Also ich kann mich erinnern an die ersten Artikel über Kurz und ich habe heute dann auch noch einmal nachgeschaut, die waren alle voll immer von Lob, weil er eben so ein gut erzogener junger Mann ist, der sich endlich wieder ein junger Mann, der sich zu benehmen und so weiter und so weiter. Also ist Vorsicht geboten, quasi kann man fast sagen, bei Menschen mit besonders guten Manieren und Umständen. Eine sehr gute Frage. Es kommt immer darauf an, wie authentisch man es glaubt. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, höflich zu sein und nett zu sein zueinander. Es ist die Frage, ob es daherkommt mit der Visitenkarte und mit dem Schulterklopfer oder ob es authentisch ist und ohne Hintergedanken. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass, wenn wir eben von Rechtsextremismus, von Faschismus sprechen, wenn wir von Autoritarismus reden, und dann haben wir eben dieses Bild von roher Gewalt vor uns, was natürlich eine Gefahr ist, dann ist es zu wenig, sondern wir müssen uns überlegen, wo sind gesellschaftliche Interessen organisiert. Und das ist tatsächlich etwas, was damals wie heute sehr wichtig ist, weil es stoppt ja nicht bei der unmittelbaren, direkten, physischen Gewalt, sondern es ist die Frage, wo ist das Geld und wer organisiert wie eine öffentliche Debatte zu Themen. Und da müssen wir uns unterhalten über die Arbeiterkammern, da müssen wir uns unterhalten über das Gesundheitssystem und so weiter. Und dann sehen wir sehr schnell, dass wir eben bei den Menschen in Anzügen mit der feinen Sprache sind, die dann vielleicht industrielle Vereinigung oder Wirtschaftskammer heißen und aber in dem, was sie aussagen, ganz klar menschenfeindliche Ansichten vertreten. Es war jetzt im Standard, war ein Kommentar eines Ökonoms, Industriellenvereinigung oder Wirtschaftskammer, ich weiß es gar nicht, der sich ganz lange darüber auslassen durfte, was für ein Problem der Bevölkerungswachstum in Afrika ist und das sich Europa noch anschauen wird. Und das ist einfach durchdrängt von einer rassistischen Sprache und von einer misogynen Sprache, weil es ist natürlich immer das Problem der europäischen Frauen, dass sie keine Kinder bekommen. Und da waren sogar wieder Gedanken darin, wie man das denn stoppen kann, dass die Leute, so viele, diese Leute, die es offensichtlich nicht wert sind, so viele Kinder zu bekommen, dass die so viele Kinder bekommen. Und da merkt man, wie brüchig diese Fassade ist und was da für Gedanken dahinter sind. Aber das sind Leute, die eben Zeitungskommentare schreiben können. Und jetzt habe ich den Standard herausgehoben, aber wenn man sich anschaut, was in der noch viel offener agierenden Presse abgeht in den Kommentarspalten in den letzten paar Monaten, dann unterscheidet sich es in der Intention tatsächlich nicht mehr wirklich von unzensuriert. Und das ist nicht mal eine polemische Übertreibung von mir, sondern wir haben da wirklich Kommentare voll homophoben und rassistischen Gedanken gehabt, was man kaum für möglich gehalten hat, dass das passiert. Und es ist natürlich kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass der Chefredakteur der Presse eine Podiumsdiskussion leitet, wo zwei Fans der Identitären drauf sitzen, veranstaltet vom Vizekanzler, das ist Österreich 2019, das ist heute oder morgen, im Kursaal und Lübner, eine der klassischen bürgerlichen Veranstaltungsorte in Wien. Und da sieht man einfach, wie das dann doch zusammenkommt, wie die
wirklich das große Organ des bürgerlichen Spektrums, die Presse, kein Problem hat, da zu sitzen mit einer Frau, die am Burschenbundball in Linz noch ein Foto Arm in Arm gemacht hat mit Martin Sellner und gesagt hat, quasi ich und mein bester Freund, oder daneben der Politikwissenschaftler, der sich wünscht, dass die Identitären stark werden. Das heißt, wir sehen eigentlich nur, wie das jetzt offen zusammenkommt, was in Gedanken nie getrennt war. Und was man gerade beobachten muss, dass die wahnsinnig stark in die Offensive gehen. Da gibt es diesen Burschenbundball. Und da findet man halt nichts mehr dabei, dass da Rechtsextreme kommen. Und dann geht eine Abgeordnete des österreichischen Parlaments her und verbindet natürlich gedanklich und sagt, wir haben den Tag der Müllviertler Hasenjagd. Und da findet der Landeshauptmann nichts dabei, dass er zu denen geht, tut mit denen tanzt. Und da wird die Sabine, die irgendwo da sitzt, ich weiß jetzt aber nicht, wo sie jetzt sitzt, da sitzt. Und dann greift man die Sabine an, volle Wäsche, und dann muss sie zurücktreten, und dann muss sie das machen, und dann muss sie sich entschuldigen. Die eigene Partei macht das, was gut war. Nichts. Ja. Und der Linzer Bürgermeister macht das, was er nur besser kann. Einer spalten. Und sagt, na wirklich, das war aber nicht gegangen, wenn das mein Mandatarier war. Ja, und da gibt es, ich will nicht den Linzer Bürgermeister dabei angreifen, aber ich denke mir, ich weiß schon, ich verstehe das schon. Natürlich denken sie dir, warte mal, die greifen da, die Freiheitlichen auch, weil sie mit den Schwarzen in der Landesregierung sitzen, ich mit meinen Blauen, na vielleicht, wisst ihr, das sind nicht verstehe logische Gedanken, aber in 34 Jahren waren das auch ganz logische Gedanken, und dann warten wir noch, schauen wir zu, wird noch nicht, Mama, warte mal, oh, das kommt ja alles nicht so, wie die sagen, das wird ja alles nicht so schlimm werden. Man hat ja gesehen, ist dann war im 38er, ohne den Vergleich jetzt von uns. Aber der Punkt ist der. Und das müssen wir sehen. Die FPÖ hat, ich fange bei der FPÖ an, weil du zu der ÖVP geht, was mit den anderen. Die FPÖ hat eine Härte, die unglaublich ist. Die reden, ich bin in Wiener, das habt ihr ja gemerkt, die reden vom Ghettos in Wien, vom kriminellen Ausländerbanden. Da machen sie ein Bild, eine Bubble. Dann stimmt diese Bubble nicht, dann stimmt das Bild nicht. Was machen sie? Sie machen eine Politik, die das herbeiführt. Also man nimmt den Leuten das Geld, man nimmt den Leuten die Chance, man nimmt den Leuten den Ausbildungsplatz, man macht alles, dass das Bild des kriminellen Ausländers eintrifft. Stopp, jetzt kommen wir dran. Wir sagen, wenn ihr die Selbstverwaltung angreift, wenn ihr unsere Funktionäre aus der Selbstverwaltung eliminiert und nur schwarze Unternehmer einersetzt, dann wird das Gesundheitssystem schlechter werden. Die sagen, stimmt nicht, alles wird so bleiben. Sie machen das, sie tauschen unsere Funktionäre aus, und was machen wir jetzt? Wir sagen, na gut, das ist nicht schon mal verloren, aber die Patienten dürfen es nicht spüren. Und jetzt machen wir die Politik, dass sie die Patienten nicht spüren werden. Das verstehe ich auch, das ist ja gut so. Aber am Ende des Tages werden die sagen, was wir gesagt haben, hat eh keiner was gemerkt. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind brav und machen das, und dann können die hergehen und sagen, was wir gesagt haben, war eh kein Problem. Die Roten regen sich immer nur auf. Und das muss man halt auch sehen. Wenn man dann immer versucht zu beschwichtigen und immer mitzuspülen und immer 100 Argumente findet, warum man da das macht, und das Hauptargument der Politik nur mehr der Kompromiss ist, und du nicht mehr weißt, für was die eigentlich stehen, außer für einen Kompromiss. Und das mag jetzt 100% richtig sein, dass die SPÖ im Bundesrat die Ökostromnovelle blockiert. Aber kapieren tut das da draußen überhaupt niemand, warum wir das tun. Also wenn du eine Geschichte nicht erzählen kannst, dann ist besser, du hast die Finger davon. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn du es nicht erzählen kannst, du hast die Finger davon. Da gibt es diese depperte Geschichte, wo der Feldherr einreitet mit seinem Gefolge in ein Dorf, und überall sieht er so ein Fadenkreuz, und genau in der Mitte steckt der Pfeil. Der Feldherr ist begeistert von diesen Schützen. Da kommt eine Frau, und er sagt zur Frau, wer ist dieser Schütze? Und die Frau sagt, der Dorftrottel. Und er sagt, der Dorftrottel,
ist euer bester Schütze? Und die Frau sagt, nein, nein, aber der schießt das erst und dann Walter. Und wisst ihr, was ich meine? Das kann die FPÖ. Als erst schießen, dann wollen. Wir, ja, wegen. Also erstens einmal Hut ab, wenn du da eine Strategie erkannt hast in dem, was der Linzer Bürgermeister da losgelassen hat. Also ich habe keine Strategie erkannt, aber super. Ich möchte trotzdem beim Burschenbund bald kurz nur bleiben. Ihr habt eine, also du warst einer von 91 Menschen, die an den Landeshauptmann Stelzer eine Bitte gerichtet haben. Ja. Und da waren ja auch welche dabei, die würden wir jetzt nicht unbedingt ins linke Lager tun. Also erstens einmal der Christian Konrad, ja, natürlich, aber auch dann eine Universitätsprofessorin etc. Ich kann den Namen nennen, aber wo klar ist, die nehmen da schon auch in Kauf, dass sie sich unter Umständen mit dem Landeshauptmann anlegen. Das war keine Bundesuni, sondern eine Landesuni, ja. Weiß da niemand. Auf alle Fälle habe ich da das Gefühl gehabt, dass es hier vielleicht auch einen Bruch gibt, ja, so wie es ja auch einen Bruch zwischen den Türkisen und der ÖVP gibt, eigentlich, ja, den zwar dort niemand zugeben will, aber es gibt ihn, es tut manchen weh, wenn man sie als Türkise bezeichnet, aber hast du das Gefühl, dass es da vielleicht auch eine Spaltung geben könnte, quasi in rohe Bürgerliche und gute Bürgerliche, weil manchmal aber das Gefühl ist es den Bürgerlichen, so wie ich sie kennengelernt habe, deines ist schon zu viel, also dieses Aalglatte, und ich bin jetzt nicht bei der FPÖ, ich bin bei der ÖVP, dieses Aalglatte, so wie sie auch der Landeshauptmann, also dann in der ZIP 2, also ich habe das auch bemerkenswert gefunden, dass man wirklich das so in diesem slicken Ton durchziehen kann und einfach nicht einsteigen kann auf, also ich habe das sehr uncharismatisch empfunden und war da eher verblüfft, dass er das macht, aber gut. Also gibt es da, glaubst du, könnte das auch eine Chance sein, dass die sich einmal streiten und sagen, ihr seid uns zu arg? Leider nein. Leider nein, glaube ich nicht, weil denkt sich, wie gut sind die Psychologien als ÖVPler sein. Die waren am Boden nach Mitterlehner. Die waren weg. Ich meine, denen war so passiert wie den Christdemokraten in Italien, aber weg. Und plötzlich kommt der Messias. Und der führt sie nicht nur vom dritten Platz, zum zweiten, der führt sie ins Bundeskanzleramt. Und die Umfragen steigen. Und ich freue mich an Haxen aus. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Für jeden freiheitlichen Böller, den ich zeigen kann, dass er nicht mehr die FPÖ wird. Aber die depperte Geschichte ist, der hört der ÖVP. Es ist ja okay, eh leibend ein bisschen. Aber wisst ihr, was ich meine? Und solange der Messias diese Partei so führt, wie er sie führt, ich meine, das ist teilweise eh voller Hochachtung, wie er das macht, solange das der Fall ist, halt die Partei. Und ich anerkenne am meisten die, die du jetzt gerade angesprochen hast, die da in Oberösterreich arbeiten. Mhm. In Konrad habe ich geredet. Ehrlich, ein Politpensionist, was hat der zum Verlieren? Jetzt hätte ich noch, weiß ich nicht, das war so Busseck, Neisser, das ist so die Kategorie, die haben alle nichts zum Verlieren. Ich glaube, dass es diese Anständigen natürlich gibt. Aber die meisten sagen, wenn ich es angerufen habe, nicht so wie der Konrad, selbstverständlich mache ich das. Die meisten sagen, beginnt das Haus mit, erst, du musst verstehen. Wisst ihr, was du musst verstehen. Wenn einer zu mir sagt, erst verstehe bitte, ich kann nicht, weil, dann weißt du eh schon. Also ich glaube leider dieses gute, schlechte Ding nicht. Und die Arbeiterkammer wollen in den westlichen Bundesländern, wo zwar rabiat Anti-Kurztypen, die Arbeiterkammer, die haben einen auch keinen Erfolg gebracht und jetzt werden sie hergerichtet in der Partei. Mhm. Also ich glaube an das nicht. Ich glaube wirklich, die haben eine Agenda und die ziehen sie durch. Und die ziehen sie wirklich sehr, und das muss man anerkennen, nicht? Professionell durch. Sie haben den Strache an die Wand gespült. Ich meine, stellt sich vor, eine freiheitliche Partei, ob man punktet mit dem Bachermonat. Ich meine, das muss man, was ich meine, wisst ihr, was ich meine? Das muss man nicht mehr machen. Ich weiß nicht, gerade auch schon, dass ich da ich glaube. Genau. Ich würde es ähnlich sehen, weil ich glaube, dass etwas hält von den 30ern bis heute, nämlich dass der Hass auf die Sozialdemokratie größer ist als das Unwohlsein, das einige sicher haben mit dem völkischen Lager. Und deswegen sehe ich es auch so. Solange es also Erfolg gibt, immer recht. Solange sie Erfolg haben. Und ich bin ein bisschen fatalistisch und glaube, dass das noch
einige Zeit andauern wird, mit kurz, weil ich nicht sehe im Moment, was ihn brechen soll, außer eine eigene Hybris, und dann nehme ich an, dass er genug Leute hat, die das verhindern werden. Glaube ich nicht, dass es zu einem Bruch innerhalb der Parteien kommen wird. Es gibt natürlich, das bürgerliche Lager ist ein sehr interessantes Lager in Österreich. Es gab ein sehr großes liberal-bürgerliches Lager in der Zwischenkriegszeit. Nun wurde das ab 1934 und spätestens ab 1938 fast komplett eliminiert. Aber es gibt diese Überreste. Es gibt sie in Vorarlberg, das ist eine sehr interessante Geschichte in Vorarlberg, wo wir das auch sehen mit den Demonstrationen, mit dem Einsatz für Asylwerber, Asylwerberinnen. Das ist ja nicht das Proletariat, das große Vorarlberger Proletariat, was dort aufsteht. Und wir sehen es auch in den Städten, Versatzstücke davon. Das ist, sind die Leute, die jetzt vielleicht bei den Grünen oder bei den Neos gelandet sind. Aber im Gros und dort, wo das Geld daheim ist und dort, wo der Wille organisiert wird, war das österreichische Bürgertum immer sehr, sehr anfällig für autoritäre Ideen. Und auch nicht erst seit heute, sondern das haben wir auch schon in den 20er und 30er Jahren gesehen. Ganz eine kurze Abschlussfrage, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu 34 und uns anschauen, wo wir heute stehen, ohne jetzt diesen natürlich direkten Plattenvergleich zu machen, aber wie wir es ja auch schon gehört haben, es gibt ja Anzeichen, die ich als Frau in dem Land eigentlich als Bedrohung wahrnehme, muss ich ganz ehrlich sagen, als linke Frau. Was könnten denn Gegenstrategien sein? Also an euch beide noch einmal zum Schluss, was wäre jetzt so der Auftrag, wie es ja auch im Titel dieser Veranstaltung heißt, den wir hätten? Also ich glaube, dass es gibt viele Gruppen. Ich würde mich auf zwei gern konzentrieren. Ich glaube, einer der Aufträge ist, dass wir mit den Menschen reden. Dass wir die Diskussion mit den Leuten führen. Beim 12-Stunden-Tag, egal wo, dort, wo wir die Diskussion wirklich führen, wo unsere Leute sich trauen, die Diskussion zu führen, Klimas. Beim Thema Migration, glaube ich, dass viele schon aufgeben haben. Die ist okay, bitte rede nicht auch mit dem Thema, da sage ich nichts. Ich habe unheimlich viele Anfragen, wo Leute sagen, komm zu einer Veranstaltung wie da, das ist die eine Anfrage. Die zweite Anfrage ist, erst kannst du kommen, wir werden mit der Partie nicht mehr her. Wo ist da die Legion in Wien? Du musst dann kommen und was ihnen geht. Meine große Bitte ist, dass wir die Diskussion führen und uns nicht kurz haben, für die Debatte zu führen. Wann ich im Fußball bin, bekennender Fan der besten Mannschaft der Welt. Und wenn ich jetzt bei Rapid im Fußballstadion stehe und da sagt einer, ich scheiße dich da auch mit den 12-Stunden-Tag, ich arbeite eh 12 Stunden. Und du drehst dich dann um und sagst, hast du Karten fürs Interspiel? Sicher. Also Interweihnachtsbaum war am Donnerstag. Und er sagt dann sicher, und du sagst dann zu dem, na, hoffentlich hast du nicht, was der Alter sagt, du musst hakeln, weil dann kannst du scheißen gehen mit deinen Karten, die du da gekauft hast. Ah ja, das glaube ich nicht, dass er es sagen wird. Na, weißt du, dass er es sagen wird, oder glaubst du es? Na, ich hoffe es. Ist das wann? Der 12-Stunden-Tag, was geht der Scheiße mir an, versus der Realität seiner Karten. Und wenn dann noch der sagt, naja, aber früher hätte ich die Karten verkaufen können, aber jetzt sind sie personalisierte Karten, das kann ich gar nicht verkaufen. Dann realisiert er, dass die Karten weg sind, wenn er arbeiten muss, weil in der Freiwilligkeit war es. Also ich glaube, dass man die Debatte wirklich dort führen muss, mit Leuten anhand ihrer Beispiele. Und das geht wirklich gut. Das geht wirklich gut. Und eine meiner Theorien ist, Vorarlberg, egal dort, wo die Leute, oder ihr Oberösterreich mit der Anschubaktivität, dort, wo Leute mit Asylwerber zusammen sind, wo sie in der gleichen Bude arbeiten, wo aus dem Asylant ein Mensch wird, der eine Geschichte hat, der ein Gesicht hat, der einen Namen hat, mit dem er arbeitet, mit dem er Kartoffeln schält oder eine Wand aufbaut, überall dort, wo die Leute zusammenkommen, funktioniert es. Und dort, wo es, ich komme aus Kaneiburg, wo sie in einem Haus mit 150 anderen leben, wo man am besten gar nicht hingeht, dann funktioniert es nicht. Aber wenn wir diese Orte der Begegnungen schaffen, dann glaube ich, dass wir das wegbringen. Und mir ist das Asylthema deswegen wichtig, das ist überhaupt kein Thema heute gewesen, ich weiß schon. Aber alles wird auf das Asylthema reduziert. Und darum müssen wir sich der Frage einfach stellen, oder wie der Vilsmeier, der so wunderbar gesagt hat,
jetzt wird die Parkplatzsituation in Wien schon bald den Burka-Trägerinnen umgehängt, weil man mit denen halt keine Lösung hat. Und ist die Burka-Trägerin halt schuld, weil es halt für euch schuld ist. Ich glaube, das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, das jetzt, die dauert viel weniger lang, überlassen wir nicht einzelne Geschichten denen. Wir können nicht zuschauen, wie die sozialen Medien regieren. Wir können nicht zuschauen und sagen, ja, da sind sie besser. Wir haben das nur diskutiert. Wir müssen uns stellen, wir müssen da aktiv sein, wir müssen da Flagge zeigen und wir haben genau dieselben Möglichkeiten, wenn wir sie anstrengen. Was eigentlich der gute Grund ist, ein Foto von euch zu machen, dass ich das dann auch posten kann. Warum mir das so wichtig ist, ich habe überhaupt keinen Bock, dass wir denen Sachen überlassen. Das Wort Heimat ist ein Fehler, dass wir das Wort nicht besetzt haben. In unserer Form, wie wir Heimat besetzt haben. Weil du hast, und die Schwarzen da immer so, als war Familie ihr Begriff, als waren sie die besseren Mütter, als waren sie die besseren Väter. Überhaupt nicht. Ich bin für die Debatte und die Auseinandersetzung. Und tut man die Debatte führen, dort gewinnen wir es. Und dort, wo wir es jetzt gut sind oder zweig sind, dort verlieren wir es. Danke. Natascha, ein schönes Stichwort eben vielleicht auch zum Schluss. Du bist auf Twitter sehr aktiv und du gibst dir, glaube ich, wirklich jeden. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du irgendwann einmal sagst, na, das ist mir zu deppert. Also ich lese das immer nur und ich bewundere dich, dass du dich da immer einlässt auf diese irren Geschichten. Ist es wirklich so? Muss man einfach rein in die Debatte oder gibt es noch andere Strategien? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das stimmt ja. Wir haben ja Argumente. Nur habe ich das Gefühl, wir trauen manchmal unseren eigenen Argumenten nicht. Wir haben Angst vor der eigenen Courage. Und beim Migrationsthema sieht man das ja ganz gut. Man flüchtet sich dann halt in so Floskeln, weil die kennt man und an denen kann man sich noch anhalten. Und die Floskeln sind ja auch richtig in ihrer Intention, aber wir müssen sie auch mit etwas füllen. Es ist zu wenig, sich hinzustellen, leider, und zu sagen, Asyl ist Menschenrecht, Punkt, und ich muss nicht mehr weiter darüber diskutieren, sondern ich möchte, also, dann müssen wir halt wieder von neu beginnen zu sagen, warum gibt es die Menschenrechte, warum sind die wichtig, warum sind die unverhandelbar, welchen Sinn hat das für einzelne Menschen, ja, diese Dinge, auch Refugees Welcome, das ist ein guter Spruch, der ist schön auf einem Banner zu haben, ich muss den füllen mit Sinn, mit einer Diskussion und sagen, was ich damit meine, und warum ich dazu stehe und nicht glauben, dass ein hingeworfener Satz reicht, weil es reicht nicht mehr. Wir haben die Selbstverständlichkeiten nicht mehr, dass das reicht. Und deswegen unbedingt die Debatten führen, aber gleichzeitig nicht darauf hineinfallen, die Kurzes dieser Welt, die wollen keine Debatte mit uns führen, sondern die wollen die Debatte kippen. Das heißt, sie verwenden bestimmte Worte, sie verwenden bestimmte Strategien, um das Feld, wo wir glauben, es ist ein gerades Feld, einfach nach rechts zu kippen, weil die kein Interesse haben an einem Gedankenaustausch. Und auf das sollten wir nicht reinfallen. Und deswegen sollten wir auch nicht ihre Sprache, ihre Worte übernehmen, ihre Gedanken übernehmen, sondern dem auch einfach ganz mutig etwas entgegenzusetzen oder eine eigene Debatte anstoßen. Das ist ja das, was ich eigentlich am verwunderlichsten finde, dass man das bis jetzt einfach so geschehen lässt als Sozialdemokratie und immer nur nachhechelt denen, die es versuchen, die nicht unterstützt dabei, sondern sich sogar so ein bisschen schämt. Jetzt haben die wieder was mit Antifaschismus gemacht und was unangenehm. Warum wir nicht längst darüber reden, eben der 12-Stunden-Tag, das ist wieder so ein bisschen verschwunden, dass der nächste Angriff der auf die Arbeiterkammern sein wird. Das kommt jedes andere im Gebet und ich bin Atheistin. Als nächstes, und das kommt auch ganz bestimmt, ist der Angriff auf die Frauenrechte. Und das ist ja nichts, was im luftleeren Raum passiert. Wir sehen es in Polen, wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in Deutschland, die große Debatte, wo jetzt 5 Millionen in die Hand genommen werden, für irgendeine Hokus-Pokus-Studie über Dinge, die längst klar sind. Und es wird in Österreich auch kommen. Das ist, wenn man sich anschaut, die Leute, die schon in Stellung gebracht werden, die Leute, die bei den fundamentalen Katholikinnen
auf die Demonstrationen gehen und welche Versprechungen dort gemacht werden. Und deswegen, ja, wir sollten uns fürchten, aber als Gegenstrategie, und da muss ich mich selbst revidieren, ist Fatalismus zu wenig, sondern wir müssen kämpfen bis zum Schluss, da ist der Fatalismus wieder. Also, na, wir müssen endlich mal beginnen zum Kämpfen, glaube ich, und dann geschehen diese Dinge auch nicht einfach so, sondern wir sollten nicht wie die Lämmer vom Schlachter dastehen und viel Angst haben, sondern reingehen in die Debatte und verhindern, weil es ist absolut zu verhindern, was da versucht wird. Wir sollten es ihnen nicht so leicht machen. Mhm.